Ja. Herr? Chef? Ja. Frau Dumpfmann. Ja, Chef, wissen Sie, wir müssen doch da jetzt in den nächsten Tagen, müssen wir jetzt doch mal die Arbeitslosenzahlen bekannt geben. Ja, Frau Dumpfmann? Ja, was soll ich denn jetzt der Presse sagen? Was soll ich denn denen für Zahlen geben? Ich meine, die drehen doch durch, wenn die hören, 10 Millionen. Frau Dumpfmann, also irgendwie, die lernen es wohl nie, was? Sie meinen den kreativen Umgang mit Informationen? Genau, Frau Dumpfmann, ganz genau. Chef, vielleicht können Sie mir doch noch einmal dabei unter die Arme greifen. Naja. Na, wollen wir mal schauen. Also, wir haben hier etwa 10 Millionen Arbeitslose im ersten Quartal. Theoretisch. Nehmen wir jetzt einfach mal, ja, hier zum Beispiel die 3,8 Millionen 1-Euro-Jobber und geringfügig Beschäftigten weg. Ich meine, die haben ja nur erstmal zu tun. Oder? Müssen wir jetzt also nicht unbedingt. Und sind auch schon mal ganz schnell bei 6,2 Millionen. So. Aber ich meine, im Grunde sind die doch jetzt schon arbeitslos. Seien Sie mal nicht so eine Korinthenkackerin, Frau Dumpfmann. Ja? So. Dann nehmen wir noch die 1,2 Millionen hier, die wir in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gesteckt haben. Weil jemand, der 8 Stunden auf dem Friedhof Gräber ausgehoben hat, der wird abends wissen, dass er einen Arbeitstag hinter sich hat, oder? Dem können wir ja den Status sozusagen ja nicht absprechen. Verstehen Sie? Haben wir noch 5. Naja, aber. Also ich meine, wir sagen jetzt aber doch nicht wirklich so die ganze Wahrheit. Aber. Sagen Sie mal, seit wann haben Sie ja eigentlich eine eigene Meinung zu äußern, Frau Dumpfmann? Entschuldigung, Chef. Ja. So, jetzt schauen wir uns noch mal die Vorruheständler ab 58 an. Ich meine, die sind ja sozusagen schon mit einem Bein im Grab. Und die Rentner zwischen 60 und 65. Von denen viele aber noch wirklich gerne arbeiten würden. Die aber nun mal leider zu nichts mehr Nutze sind. So, haben wir noch knapp 4,2. So, gucken Sie mal. Dann nehmen wir hier noch die paar tausend Krankmeldungen raus. Die machen den Kohl nur auch nicht mehr fett. Zu anderen Zeiten wäre das ein Brüller gewesen. Ja, und dann ziehen wir noch all die ab, die zu besoffen oder schlichtweg zu blöd waren, ihren Antrag pünktlich abzugeben und in den nächsten 3 Monaten sowieso in keiner Statistik mehr auftauchen, rechnen die ganze Sache ein wenig rund und haben die Zahl von, sagen wir mal, 3,43 Millionen. Das ist so ein Fortschritt. So geben wir also voll stolz bekannt, Frau Dumpfmann, dass im ersten Quartal die Arbeitslosenzahlen deutlich gesunken sind. Und Sie, Frau Dumpfmann, da bin ich sicher, können sich auch in nächster Zeit mal wieder auf ein Wochenende auf meinem Boot freuen. So.